farbige Kostbarkeiten, geschaffen von Menschenhand. Aus einem Zauberstoff, kompliziert und geheimnisumwittert. Glas. Unikate von atemberaubender Schönheit, der in Farbe und Form keine Grenzen gesetzt sind. Quarz, Soda und Kalk, vergleichsweise simpel. Der Charlottenburger Glasbläser Rainer Schrade bezieht die einfachen, farblosen Glasröhren von Großbetrieben außerhalb Berlins. Aufgetragenes und eingebranntes Kobaltoxid macht einen schillernden, blau-violetten Grundton möglich. Vorgefertigte, bunte Glasstangen werden geschmolzen und um den Glaskörper gelegt. Dabei geht es heiß her. Die Flamme, geschweißt mit einem Gemisch aus Gas, Sauerstoff und Luft, heizt mit Temperaturen von 600 bis 800 Grad. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Vollendung: farbiges Granulat wird an das glühende Werkstück gedrückt oder mit speziellen Pinzetten genau platziert. Ein bisschen Luft, die Gestalt der Kugel wird langsam sichtbar. Im zweiten Brand zerfließen dann Ausgangsmaterial und Granulat zu einer plastischen, fast flüssigen Masse. Jetzt das Schwierigste. Um beim Blasen eine gleichmäßig runde Form zu erhalten, muss die Glaskugel während des gesamten Vorganges gedreht werden. Andernfalls würde die Schwerkraft das flüssige Glas verformen. Übrigens, so schwer wie es aussieht, ist es nicht. Der Kraftaufwand, der beim Blasen einer solchen Kugel notwendig ist, entspricht dem beim Aufpusten eines Luftballons. Die Ergebnisse können sich dann hier in der Galerie Glaswerk sehen und bewundern lassen. Flakons, Vasen, Leuchter und Schalen, jedes Stück unterscheidet sich von dem anderen und ist damit im wahrsten Sinne des Wortes einmalig. Bei uns im Studio begrüße ich Rainer Schrade. Herr Schrade, wie sind Sie eigentlich auf den Beruf des Glasbläsers gekommen? Ja, ich bin in einer Stadt aufgewachsen, in der traditionell sehr, sehr viel mit Glas gearbeitet wird, im unterfränkischen Wertheim am Main. Das ist eine kleine Stadt zwischen Würzburg und Frankfurt. Und ich habe zwei Brüder, die beide mit Glas arbeiten, die beide Glasbläser sind. Mein einer Bruder hat in Wertheim die Wertheimer Glaskunst gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Glasbläsern, die unter dem Namen eben mundgeblasene Glaskunst vertreiben und verkaufen und herstellen. Die Kunst des Glashandwerkes gibt es schon seit Jahrtausenden. Wann und wie wurde eigentlich Glas entdeckt? Ja, das Witzige ist, es kann eigentlich gar niemand genau sagen, wann, wie und wo das entwickelt wurde. Es sprechen einige Funde dafür, dass die Wiege der Glasherstellung im heutigen Irak lag, im Zweistromland, aber auch Ägypten und Mesopotamien. Da wurden auch Reststücke gefunden, wo man davon ausgehen kann, dass das der Ort ist, wo es passiert ist. Das Wann ist auch so um die 4 Jahrtausende vor Christus. Und das Wie ist auch ungeklärt. Wahrscheinlich ist es ein Zufallsprodukt. Einige Wissenschaftler meinen das, dass es bei der Keramikherstellung passiert ist, dass eben zufällig eine Glasur entstanden ist. Und im Laufe der Jahrtausende wurde dann die Glasherstellung eben immer peu à peu weiterentwickelt. Was für Techniken unterscheidet man bei der Glasherstellung? Wir haben es im Film ja kurz gesehen. Sie arbeiten ja hauptsächlich vor der Lampe. Wir arbeiten vor der Lampe. Man unterscheidet ganz grob zwei Techniken. Also einmal kann man Glas in erstarrtem Zustand bearbeiten. Da kann man es schleifen, bemalen, emaillieren, ätzen und eben im viskosen, das heißt im halbflüssigen Zustand bearbeiten. Und da wiederum gibt es zwei große Unterschiede. Entweder man arbeitet am großen Glasofen, das heißt, es wird flüssiges Glas verarbeitet, direkt aus dem Tegel, das machen die großen Glashütten. Oder man arbeitet vor der Lampe, wie wir das tun, das heißt, wir verarbeiten Glasröhren, die wir aus den Glashütten schon
geliefert kriegen, in verschiedenen Farben, in verschiedenen Durchmessern, die eben vor diesem großen Brenner erhitzt und dann weiterverarbeitet werden. Wie entstehen die Farben auf dem Glas? Aus was für Grundstoffen sind sie eigentlich gemacht? Die Farben entstehen durch Beimengung von Metalloxiden, ganz grob gesagt. Also zum Beispiel würde Kobaltoxid eine schöne Blaufärbung ergeben, Kupferoxid würde eine schöne Rotfärbung ergeben. Die Farben auf den Kugeln entstehen auch durch Aufschmelzen von bunten Glassplittern und bunten Glasfäden, die dann eingeschmolzen und weiterverarbeitet werden. Kann man das eigentlich immer so ganz genau bestimmen, wie das wird? Ich sehe hier so bei den Kugeln, dass es ja doch etwas wahllos aussieht. Ist das gezielt gemacht oder kann man das eben auch beeinflussen? Man kann das schon beeinflussen, schon allein durch die Farbwahl. Indem man ganz bestimmte Farben nimmt, sieht das Dekor natürlich dann auch nur in den ganz bestimmten Farben aus. Es ist natürlich schon ein minimaler Zufall dabei, aber man kann das schon eigentlich ganz gut steuern, das Dekor. Eine Sache hat mich schon immer interessiert. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ganz normalem Glas und Bleikristall? Wie der Name schon sagt, der Bleigehalt. Bleikristall darf sich ein Glas nur nennen, wenn der Bleianteil über 21% liegt. Und das Bleikristall wird überwiegend in der Optik verwendet und kunsthandwerklich kann es sehr leicht geschliffen werden und hat halt sehr schöne lichtbrechende Eigenschaften durch den hohen Bleianteil. Und deswegen gibt es ja auch sehr schöne Gefäße, die wunderschön geschliffen sind. So wird diese Bleikristallgefäße eben. Was kosten bei Ihnen solche Kugeln oder diese Schale hier? Sie hat ja eine einzigartige Farbgebung. Wie wurde sie denn gearbeitet? Na, diese Schale, die ist von einem Altmeister des Glasschliffs, der heißt Stanislav Borowski. Und zur Technik ist Folgendes zu sagen, das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man Wachsmalkreiden übereinander malt und dann mit einem kleinen Griffel wieder runterkratzt, um das Bild freizulegen. Und so hat es der Herr Borowski mit dieser Schale gemacht. Es sind also verschiedene Farbschichten geblasen worden und das Ganze ist von hinten dann wieder runtergraviert praktisch. Entweder durch alle Farbschichten durch, dann ist die Zeichnung klar, oder er lässt einige Farbschichten stehen, dann gibt es eben diese bunten Stellen. Bei Ihnen in der Galerie laufen ja andauernd Ausstellungen. Wann erwartet denn uns die nächste und unter welchem Motto findet sie statt? Also die nächste Ausstellung hat das Thema Rubinglas. Das hat auch einen sehr, sehr schönen Berlin-Bezug, weil hier in Berlin auf der Pfaueninsel 1689, also vor 300 Jahren, das Goldrubin von einem Alchemisten entwickelt wurde, der hieß Kunkel. Und das nehme ich als Anlass eben, das ist 300-jährige Jubiläum, um eine Gemeinschaftsausstellung zu veranstalten, die das Thema Rubinglas hat. Da nehmen also 12 Künstler dran teil, die alle Exponate eben aus Rubinglas ausstellen werden. Falls Sie, liebe Zuschauer, noch Fragen haben oder auf den Geschmack gekommen sind, schauen Sie doch einfach mal in der Galerie Glaskunst vorbei. Das war Rainer Schrade für Gesichter in Berlin.